Ich habe schon gedacht, ey, wenn das jetzt wieder alles umsonst ist, dann flippe ich aus. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Alltagsvlog von uns. Okay, jetzt bin ich gerade auf etwas draufgetreten. Heute ist Freitag. Ich muss kurz überlegen, was für ein Tag heute ist. Uns hat leider ein kleiner Magen-Darm-Virus erwischt. Der Milan war vor mir noch krank gewesen, schon am Wochenende. Und mich hat es jetzt auch so ein bisschen erwischt. Aber mir geht es schon viel, viel besser. Ich habe halt den gestrigen Tag mehr oder weniger nur auf Toilette verbracht. Yay, super. Ich habe jetzt aber auch schon ein paar Medikamente genommen. Ich muss sagen, ich hatte wahnsinnige Angst, dass das irgendwelche Beeinträchtigungen hat auf die künstliche Befruchtung, auf die ICSI-Behandlung. Oh, und habe mir schon total die Gedanken gemacht und habe bei Instagram gefragt, was ihr dazu denkt. Und die Meinungen gingen so ein bisschen auseinander. Und dann habe ich sicherheitshalber meine Ärztin kontaktiert. Und die hat mir Gott sei Dank bestätigt, dass es kein Problem ist. Und dass ich da mir keine Sorgen machen muss, weil die Spritzen ja mehr oder weniger direkt ins Blut gelangen. Und das mit Durchfall irgendwie keine Auswirkungen hat. Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, ey, wenn das jetzt wieder alles umsonst ist, dann flippe ich aus. Aber nein, ist alles gut. Was machen wir heute? Eigentlich wären wir heute verabredet gewesen und zu einer Freundin, ich habe voll die fertigen Haare, es tut mir leid, zu einer Freundin gegangen. Aber ich habe ihr jetzt halt dann auch abgesagt und gemeint, ich habe Angst, dass ich irgendwie da jemanden anstecken könnte. Obwohl es mir jetzt eigentlich gut geht, aber ich brauche halt eine Toilette in der Nähe. Oma und Opa von Milan kommen nachher vorbei und gehen ein bisschen mit dem spazieren im Wald, weil es ist heute super schönes Wetter und ich finde es so, so schade gerade, dass wir heute nichts Großartiges machen können. Wir müssen jetzt auf jeden Fall aber mal einkaufen gehen und ich muss unbedingt mein Auto waschen. Das sieht nämlich wirklich Katastrophe aus. Das habe ich das letzte Mal vor dem Urlaub gewaschen und ich hatte gerade ein Telefoncall mit einer Firma. Das war sehr, sehr interessant und sehr nett. Da kommt aber bald dann auch ein Video zu. Nur, dass ihr mal versteht, dass YouTube auch manchmal wirklich Arbeit bedeutet. Das ist nicht nur so, dass man einfach irgendein Video dreht, sondern da gehören auch viele andere Dinge dazu. Also viele E-Mails beantworten, viel telefonieren und ihr natürlich Videos schneiden und drehen. Das mache ich natürlich am liebsten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal raus und einkaufen. Ich überlege sogar, ob ich zum Friseur heute gehe, Haare waschen, weil morgen bin ich ja bei Endlos Schön. Also wenn ihr das Video seht, dann war ich schon bei Endlos Schön. Weil ich bin gerade nicht endlos schön, ich bin gerade nur ultra fettig. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal fertig und dann gehen wir auf jeden Fall einkaufen. Okay, Kacke, das, die Idee, Auto zu waschen, hatte nicht nur ich. Freitag, schönes Wetter und jeder will natürlich fürs Wochenende ein schönes Auto haben. Ja, egal, ich bleibe jetzt einfach hier. Ich habe ja eigentlich nichts Großartiges vor, einfach noch einkaufen gehen und zu Hause ein bisschen Ordnung machen. Nochmal dein Lieblingslied. Ja. Ihr wisst ja, was Milans Lieblingslied, glaube ich, schon mittlerweile ist. Ich muss unbedingt mal ein paar neue Lieder auf CD machen oder auf USB-Stick, weil ich das schon alles nicht mehr hören kann. So, endlich in der Waschstraße drin und nach, ich glaube, 30 Minuten warten. Aber das Auto hat es echt bitter nötig. Ich freue mich aber so, dass die Sonne heute scheint. Das ist so schön. So, wir sind jetzt vom Einkaufen zurück. Ich räume jetzt meine Einkäufe aus. Ich habe es gerade so geschafft, nicht auf die Toilette zu müssen im Supermarkt. Aber jetzt, wo ich nach Hause kam, musste ich gleich. Dankeschön für die wunderbare Information. Denkt ihr euch jetzt auch, die Mine ist gerade draußen und rutscht? Ja, die muss ich eh umziehen, der sieht aus, der ist total dreckig und der war auch wieder so geil, ne? Der hat dann an der Supermarktkasse, ich habe ausgeräumt und so und der war so schön brav und ruhig und ich dachte mir nichts dabei. Ja, hat natürlich währenddessen schon wieder einen Schokoriegel ausgepackt und den gegessen und war schon dabei, den nächsten zu öffnen. Also, dieses Kind kann man echt nicht unbeobachtet lassen. Hi Leute, wie geht's euch? Oh, mir geht's heute gar nicht gut, du. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich alle Termine absagen musste.
Aber es geht wirklich nicht. Ich muss alle 5 Minuten aufs Klo. Willst du mich jetzt eigentlich verarschen, Schatz? Ganz ehrlich, ich muss richtig aufs Klo. Aber Leute, ihr wisst, ich vermisse euch jetzt schon. Es tut mir so leid, dass ich kein Video drehen kann. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Leck mich. Bitte abonniert mich nicht. Bleibt mir bitte treu. Ich schalte morgen wieder für euch ein. Okay, auch heute müssen wir aufs Klo. Hallo Leute, ja, ich sehe zwar immer noch genauso aus, ich glaube, ich habe so ernsthaft das gleiche an wie gestern, aber es ist ein neuer Tag, denn mir ist gestern was ganz Tolles passiert und zwar, ja, war mein Akku leer und ich habe mein Akkuladekabel einfach nicht mehr gefunden. Ey. Nina, geh mal bitte weg. Ich möchte jetzt gerade mal was erzählen, kannst du mal bitte... Aua, ich habe Bauchschmerzen, bitte. Komm her, Mili. Milan, geh mal zum Papa. Zeig dir was. Ich kann nicht mehr. Was heißt du mir was? Zeig dir mal was. Auf jeden Fall habe ich mein Ladekabel nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt in Dubai vergessen haben. Ich befürchte es fast. Ich habe es überall gesucht. Das heißt, ich muss jetzt mit der schweren Cam filmen. Oh, ich bin so genervt. Echt, das ist so ätzend. Und noch dazu kommt, dass ich heute eigentlich voll viele Termine habe. Zum einen möchte ich gerne zu Endlos Schön zur Shop-Eröffnung gehen. Und zum anderen war ich eigentlich auf einer Babyparty eingeladen. Und dann habe ich heute Nacht schon wieder angefangen, ständig auf die Toilette zu müssen und den Hardcore-Durchfall zu haben. Ich drehe durch. Ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich habe das schon angekündigt und viele Zuschauer wollten auch kommen. Also ich bin gerade echt so voll hin und her gerissen, weil ich kann ja da auch nicht stehen und auf einmal auf die Toilette müssen. Ne? Ist auch nett, dass ihr im Hintergrund die ganze Zeit labert und ich gar nichts verstehe. Ich sag so, also filmst du im Wohnzimmer und du wartest jetzt ein zweijähriges Kind bei dir. Mama, geh jetzt zu Antanati. Ja, besser ist es. Gehst du in die Küche oder irgendwo hin? Das ist Wohnraum, kein Drehraum. Ihr macht mich einfach wahnsinnig. Mama, wir kommen gleich wieder zu Hause. Ja, geh mit Gott, aber geh. Hi Leute, ich konnte mich jetzt mal von der Toilette erheben und bin duschen gegangen. Ich komme jetzt leider auch viel zu spät zur Eröffnung und ich hasse sowas. Ich hasse es, zu spät zu kommen. Und das ist leider kein, oder Gott sei Dank kein Dieben zu spät kommen, sondern ein, ich konnte nicht vom Klo runter zu spät kommen. Ich mache mich jetzt schnell fertig. Meine Haare muss ich auch noch machen, es sieht total schlimm aus. Weil eigentlich sollte ich um 1 Uhr da sein, es ist schon 12:30 und ich schaffe das jetzt leider nicht. Aber ich werde mich auf jeden Fall beeilen und hoffe, dass ich dort nicht auf die Toilette muss. Ich habe eben noch mal ein paar Medikamente mir gegeben und der David ist jetzt mit dem Milan so ein bisschen raus, weil heute ist echt mega schönes Wetter. Gott, mir fällt echt der Arm ab mit dieser Kamera. Ich muss schnellstmöglich ein neues Ladegerät auftreiben und ja, ich nehme euch auf jeden Fall ein bisschen mit. Okay, Leute, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Mir war irgendwie nur nach Jeans und T-Shirt, aber ich habe wenigstens hohe Schuhe angezogen, damit es ein bisschen schicker aussieht. Und ja, ich mache mich jetzt auf und freue mich auf jeden Fall, ein paar von euch zu treffen. Und danke schon mal im Vorhinein, dass ihr auf mich gewartet habt. Es tut mir echt so leid. Normalerweise, wie gesagt, bin ich nicht zu spät. Ich nehme mir schnell eine Jacke und dann düse ich los. Leute, ich bin angekommen und ich habe seit 100 Jahren gebraucht, einen Parkplatz zu bekommen. Und ein paar Mädels stehen schon draußen. Oh Gott, das ist mir immer so komisch irgendwie, dass es wirklich Leute gibt, die auf mich warten. Das ist echt so witzig. Und es tut mir so leid, dass sie überhaupt warten mussten. Deswegen muss ich mich jetzt mal ein bisschen beeilen. Aber die denken schon auch, ich habe einen Schaden, weil ich hier dreimal eine Runde gedreht bin und keinen Parkplatz gefunden habe. Jetzt stehe ich hier irgendwo in der Seitenstraße, aber ist ja auch egal. Hauptsache, ich komme an. Ich bin mir jetzt selber ehrlich gesagt nicht sicher mit diesem riesen Kasten hier. Ich weine zu Hause, wenn es nicht aufgenommen hat. Auf jeden Fall sind ganz viele liebe Mädels gekommen. Wir haben schon gequatscht. Manche sind schon wieder nach Hause gefahren, auch mit Baby. Und ja, wir quatschen. Und es ist total schön und es ist super schönes Wetter. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin jetzt mal ganz kurz auf die Couch und mal kurz durch. Kurz. Oh mein Gott, ich kann nicht reden. Um kurz durchzuatmen. Meine Güte, Mama. Ich muss jetzt hier so ein bisschen aufräumen. Ich habe echt seit vorhin volles Chaos hinterlassen, weil ich so spät dran war. Und ich muss auch wieder weiter. Ich bin nämlich noch auf der Babyparty heute eingeladen. Der Milan ist mit dem Papa und seinem Onkel im Zoo bei dem tollen Wetter.
Hey, ich schäle mich hier ohne Ende. Ich habe über meine Hautfetzen rumfliegen. Das ist so ekelhaft. Und dann geht es für mich jetzt gleich weiter auf die Babyparty. Übrigens voll schön, ein paar Abonnenten eben zu treffen. Es ist immer so schön, mit euch zu quatschen. Und ja, dann könnt ihr mir alle möglichen Fragen stellen. Und es ist einfach schön, richtige Menschen um sich zu haben und nicht nur so eine Zahl zu sehen irgendwie bei den Videos. Also ich freue mich immer, wenn ich eine Chance habe, euch zu treffen. Und ja, ich glaube, ich muss jetzt gerade mal gucken am Computer, ob das überhaupt funktioniert mit dieser Cam, ob ich hier gerade richtig aufnehme oder nicht. Ich bin gerade voll unsicher irgendwie. Schaut mal, ich habe mir so ein Lipstick-Tower bestellt, weil ich schon nicht mehr weiß, wo ich meine ganzen Lippenstifte unterbringen soll. Und ich fand das irgendwie so praktisch. Ich muss sagen, ich weiß teilweise wirklich nicht mal, welche Farben ich besitze. Und so dachte ich, dass ich dann häufiger auch andere mal benutze. Und dann hier habe ich noch Sachen für die Maus bestellt, hier für die Babyparty. Die muss ich jetzt noch ganz schnell einpacken und dann kann ich los. Hi Leute, wie ihr seht, bin ich wieder zu Hause. Der David war halt den ganzen Tag mit Mila unterwegs. Die waren im Zoo, dann waren die Essen, dann waren die Fußballspielen, also richtiges Männerwochenende. Und Milans Onkel ist auch noch bei uns. Ich bin wieder total müde. Ich habe jetzt die Kamera nicht mitgenommen auf die Babyparty, weil die so schwer ist und so unhandlich und einfach so super unpraktisch zum Vloggen. Also muss ich mir wirklich schnellstens einen Ladeakku holen. Ich wollte euch aber den Lipstick Tower mal zeigen, den ich vorhin bekommen habe. Den habe ich jetzt eingeräumt und ich wollte eigentlich auch zeigen, wie ich mich spritze euch. Aber was ich nicht bedacht habe, ich spritze sehr spät abends um 10:30 und wenn ich mein Video bearbeite, dann seht ihr das ja nicht. Also dann bin ich schon in der Bearbeitung, das ist ein bisschen blöd. Also werde ich das auf jeden Fall mal filmen abends und dann im nächsten Vlog oder so euch zeigen. Total blöd, ich weiß auch gar nicht, ob ihr das überhaupt sehen wollt, wie ich mich selber spritze. Ja, und ab morgen kommt dann auch das Orgalutran dazu zum Spritzen. Das heißt, dann spritze ich mir 2 Spritzen. Und am Montag habe ich auch einen Termin in der Kinderwunschklinik. Da nehme ich euch dann auch wieder mit und dann erzähle ich euch, was es da Neues gibt. Ich muss auch sagen, ich habe schon wieder so ein bisschen im Bauch rumbumpeln und ich fühle mich schon wieder so ein bisschen unwohl. Oh, es ist so, so nervig wirklich. Das ist jetzt der 3. Tag und ich hoffe, dass es jetzt endlich vorbei ist. Also so sieht mein Lipstick Tower oder wie auch immer man das nennt, aufgebaut aus. Ich glaube, ich muss diese Kiste hier, diese Spiegelbox wegmachen. Schaut mal, man kann das so toll drehen und dann kommt man an alle Lippenstifte dran. Okay, irgendwie dreht es sich gerade nicht so gut. Aber der war irgendwie ruckizucki voll. Und hier oben habe ich noch ein paar hingemacht, aber cool, oder? Das Teil ist echt cool. Kann ich euch ja gerne mal in die Infobox setzen, falls ihr da Interesse habt. Das habe ich wie immer alles über Amazon bestellt. Hier oben ist jetzt, habe ich jetzt hier ganz viele leere von diesen Dingern. Vielleicht darf ich meine Freundin einfach verschenken. War das gerade eine Fliege oder was? Und hier habe ich aber immer noch ganz viele Lippenstifte. Also irgendwie bräuchte ich wahrscheinlich 2 von diesen Türmen. Ich danke euch auf jeden Fall wie immer fürs Zusehen und hoffe, dass auch dieser chaotische Vlog euch irgendwie gefallen hat und dass wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wiedersehen. Wie gesagt, da nehme ich euch wieder mit in die Kinderwunschklinik und bis dahin noch einen schönen Sonntag und bis bald. Tschüss!